Tag 26! So, willkommen zurück bei Pineview Drive. Wir nicht mehr am schnöden Notizen sammeln, sondern wir sammeln jetzt kleine Bildteile. Doch war etwas Böses zu sehen, hieß es. Ich freue mich schon, wenn das Bild komplett ist. Ohne Scheiß. Dass man aber auch selbst kein Spiegelbild hat, ja. Ich sehe es kommen, wir müssen wieder auf den Tipp warten. Wow! Oh, dieser Alte schon wieder. Die Fensteralte. Ich habe die ganz vergessen. Das Bad sieht wenigstens einigermaßen sauber aus. Das Klo, wenn ich mir das wieder angucke. Alter Schwede. Ja, überall Bilder von dem Mädchen, ne? Ich kann mir nicht helfen. Ich habe Geräusche aus dem und dem Raum gehört. Ich habe das Gefühl, ich sollte da hingehen. Ach, nee. Vor allem die Nippel sind wichtig. Und die geht's nicht. Mein Gott. Untersten Stock eigentlich? Ja. Jedes Mal, wenn ich mit dem Rücken zum Fenster stehe. Das lässt sich jetzt gar nicht mehr nehmen. Nochmal. Ich finde das so cool. Auch hier geht das ja auch. Nee, stehen wir nicht richtig dran. Ich hoffe, dass ich will, dass der Jumpscare bald wiederkommt. Der war lange nicht mehr da. Schon war dieser komische Typ, der da... Schattentyp da, der komische... Leck mich. Batterien! Oh, ich habe schon 5 Batterien! Dass ich das nochmal erleben darf in dem Spiel. Ich keine Batterien mehr tragen kann.
Schon wieder Batterien. Ja, das ist der Hammer. Leute, wir sind die Batterienkönige. Wo ist euch ein Bastard? Das Fernsehzimmer. Nö. Der Clown ist auch weg. Hä? Auch wegen dem Fenster. Da ist der Clown, gleich lacht er wieder los. Du hast es verkackt, mein Freund. Du hast es mal richtig verkackt. Ich habe dich nämlich schon gesehen. Sacknase. Ach, nun sag schon, Mann. Sind wir einmal rumgelaufen, oder? Ach, manchmal nervt schon ein bisschen. Ja, toll. Bloß den Flügel heilen lassen, ey. Hm. Er hier wieder. Wie er guckt, ey. Nun sag, wo es lang geht, Mann. Ich hab keinen Bock. Und auch keine Ahnung. Die Gargoyles fliegen auch wieder rum. Ach du Scheiße, hier draußen rennt ihr mir auch hinterher. Wieder rein. Scheiße. Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Wow. Ey, langsam reicht's mir aber auch, ja. Mein Lifebalken hält nicht mehr lange aus hier. Kommt jetzt ins am anderen hier. Er beruhigt sich. Okay. Irgendwo in diesem Haus muss sich der Rest des Fotos befinden.
Das ist doch jetzt kein Tipp, oder? Ich sollte mich nochmal im Arbeitszimmer am Obergeschoss im ersten Trakt umsehen. War ich da nicht? Arbeitszimmer im Obergeschoss im ersten Trakt. Das ist ein Bad. Das ist ein Schlafzimmer. Das ist ein Schlafzimmer. Das ist, wie gesagt, kein Arbeitszimmer. Auch kein Arbeitszimmer. Da war ich doch, oder? Das war der Raum mit den ganzen Büchern und so. Schachzimmer. Das ist ja auch ein Esszimmer, ne? Ja. Wie war ich schon? Das ist hier ein Arbeitszimmer, eindeutig. Eindeutig ist das hier ein Arbeitszimmer. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das ist aber auch keine Kerze. Ist nicht. Nur Streichhölzer. Das kann er also nicht meinen. Ja, wo? Auf jeden Fall nicht runtergehen, weil er meinte ja Obergeschoss. Ist hier auch noch? Noch sind wir nicht unten.
Das ist ein Arbeitszimmer. Da liegt das... Der zweite Teil des Fotos. Das muss es sein. Ich brauche die anderen Teile. Vor allem, ich muss nicht mehr meine Schlüssel benutzen, oder was? Tag 27! Oh nein! So ein Quatsch. Jetzt habe ich wieder alles, was ich suche. Wüsste, wo das ist, das Zettelchen. Oh, ich dachte schon, das war ein Teller. Scheiße. Müssen wir mal richtig aufpassen. Hallo? Jetzt kommt wieder alles an der Mann noch. Da! Wieso was Böses? Das ist nur die Alte. Ich erinnere mich an die Aufnahme, aber irgendwas fehlt in meiner Erinnerung noch. Krass, das war glaube ich der kürzeste Tag, den wir je hatten. Tag 28! Ich glaube, ich spiele jetzt ein Stück durch, wird die Folge zwar ein bisschen länger, aber scheiß drauf. Jetzt gebe ich nicht auf. Nicht so kurz vorm Ziel. War ja fast noch hell, wo ich das Ding gefunden habe. Meine Güte. Überall genau hingucken, nicht dass ich hier irgendwas übersehe. Auch nichts. Gehen wir mal nach oben. Ich glaube, wir müssen diesmal wieder auf den Tipp warten.
waren wir auch schon. Batterien. Sehr schön. Freunde, wohin? Mir alle mal derbs auf den Sack. Ich muss koten hier. Mehr Batterien. Batterien fürs Volk. Ist man das hier so groß? Obwohl, hier war ich auch schon, oder? Ich bin mir halt nicht mehr so sicher, ob ich jetzt hier in dem Run schon da war oder nicht. War aber schon. Ich glaube schon. Diese Teller sehen immer aus wie Notizen. Und hier war ich gerade. Ach, ich hab. Nee, hier war ich auch schon überall. Das geliebte Fernsehzimmer. Manchmal in einer Sekunde vorbei sein, aber manchmal dauert es auch ewig. Ich könnte mal wieder einen Tipp vertragen. Von Chefe. Wo in Gottes Namen ist der letzte Teil des Fotos? Ja, wo zur Hölle? Ich weiß es auch nicht. Das hilft mir aber nicht weiter, wenn du dich auch, das auch fragst.
Ich dreh doch frei hier, ey. War ja schon ein Teil. Wäre komisch, wenn es in zwei Orten gleichzeitig wäre. Oh, das hat mich jetzt erwischt, du dummes Schwein. Ich baller hier meine ganzen Batterien, so ein Scheiß. Ich bräuchte mal Hilfe hier. Da auch schon überall, oder? Was denn du? Das. Nee. Hier war ich auch schon. Komm schon, gib mir einen Tipp. Ich find's da eh nicht. Hier war ich auch schon. Wo war ich denn noch nicht? Wir gehen langsam die Ideen aus. Geh ich mal draußen gucken. Mann, wo? Spuck doch bitte mal einen Tipp aus. Ich sollte mich noch mal in der Küche im Obergeschoss umsehen. Warum denn? Da war ich doch schon. Da war ich doch schon mehrmals. Mann. Das war doch das, wo der Kühlschrank offen war, oder nicht? Das ist doch die Küche im Obergeschoss. Da war ich doch 100 Mal. Wie soll man das sehen? Also aus wie ein Pfannkuchen.
Die Puppe sieht irgendwie eklig aus. Es fällt mir wieder ein. Es war die Puppe. Mit ihr hat alles Böse in diesem Haus begonnen. Mit der Puppe.